Hallo und herzlich willkommen zur Folge 78 von Elex 2. Ich habe mich ein bisschen informiert, weil mich das Ganze mit Kaya doch getroffen hat. Und scheinbar war das wohl tatsächlich so gedacht, dass Kaya, wenn man den Drabak nicht tötet, tatsächlich komplett wegfällt. Oder man zumindest keine Romanze mehr mit ihr anfangen könnte, theoretisch. Aber das wurde wohl gepatcht. Und ich glaube, nach dem neuen Stand muss man schlicht und ergreifend einen Tag warten und dann, ne, ich habe erst gedacht, also erst habe ich was gelesen von wegen, und das hätte auch Sinn gemacht, dass ein ganzes Kapitel vergehen muss, aber scheinbar muss man wirklich nicht lange warten und dann kriegt man die Möglichkeit, Kaya wieder ins Boot zu holen, und das beruhigt mich dann doch extrem. Also echt wichtig, wir sind so klug. Erst haben wir nachts die Kleriker-Idioten in ihrem Außenposten beklaut und dann haben wir alles in den Tresor in der Nähe vom anderen Ausgang gesteckt. So mussten wir nicht alles durch den ganzen Tunnel schleppen. 1, 2, 3, 4. Also das ist ja halt quasi so ein riesen Trottelverein. Und wir hätten schlicht und ergreifend mit dem Tresor mal 1, 2, 3, 4 machen müssen. Das ist natürlich sehr antiklimatisch. Das ist so eine. Ich meine, 0, 0, 0, 0 hatten wir auch schon. Das war die Kombination beim Tilas, bei dem großen selbsternannten Genie. Bin ich mal gespannt, wie viele Herumtreiber, wie gesagt, hier noch sich herumtreiben. Also mindestens noch zwei. Zwei haben wir schon besiegt, deswegen bin ich guter Dinge, dass das nochmal gelingt. Und hier haben wir nochmal Treibstoff, das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da wieder haben, aber ich glaube gar nicht so viel. Zwei, maximal drei Elemente von. Und da hinten haben wir auf jeden Fall einen weiteren Herumtreiber. Dich erledige, ist auch alleine. Wissen ja, es gibt mindestens noch zwei. Yo! Das war wieder extrem fragwürdig. Aber scheinbar ist, wenn man die Waffe in den Boden hackt und sie dann anschließend wieder nach oben hebt, wohl ein vollwertiger Angriff. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber so ist es nun mal. Ja, fast. Na, Crowny ein bisschen im Weg. Oh Gott, nicht die Ecke drängen lassen von dem. Ja, da ist dann kein Ausweichen mehr möglich. Na, Elex hat da halt auch, oder Elex 2 hat da auch einen besonderen Weg eingeschlagen. Und zwar den folgenden. Dodgen bringt dich einfach nur in Entfernung. Ja. Bei manch anderer Funktion, bei manch anderem Spiel, bringt ja Dodgen auch wirklich so eine Sekunde lang Unbesiegbarkeit mit sich. Bei Elex 2 ist das nicht der Fall. Das kann man vergessen. Das heißt, wenn man immer noch in der Nähe ist, hat man halt versagt. Habt ihr gerade einen Schlag ausmachen können bei seiner Animation? Also ich nicht. Ich habe keinen Schlag gesehen und fall tot um. Dass das ein Schlag sein soll, das sehe ich. Aber fairerweise hält der Crowny doch eine Menge aus. Jo, das treffe ich natürlich nicht im Eck. Jetzt aber. Nächster Herumtreiber ist tot. Und man erkennt, man ist auf jeden Fall dazu in der Lage, den zu besiegen, auch wenn wir Kaya jetzt nicht dabei haben. Crowny tut's auch. Weil was der Crowny vor allen Dingen schafft, ist stetigen Schaden zu verteilen. Und das ist dann doch auch sehr wichtig. Du entkommst mir nicht. Ja, zwei. Mein Kopf. Ist nicht so gut.
Ich muss mich konzentrieren. Ja, da sagst du was. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Tja, was soll ich da machen? Der hat ja direkt die Schrotze ausgepackt. Guten Tag. Okay. Ja, das muss ich erstmal Crowley machen lassen. Ich wüsste nicht, wie ich da reagieren soll, außer mich von dem hier vermöbeln zu lassen. Jetzt geht er auch in den Nahkampf. Ja, der wollte da einen Kick raushauen, das habe ich gemerkt. Kriegt auf jeden Fall gut drauf. Da geht der wieder in den Fernkampf, das gibt's doch nicht. Schon wieder, also der Schaden kommt früher raus als die Animation, das heißt, ich kann gar nicht wegdodgen, wenn mir gar nicht die Möglichkeit gegeben wird. Der da wieder rum und schießt mir einfach instant in die Fresse. Mit seinem blöden Bogen. Aua, jetzt krieg ich einen Schrotze noch in die Fresse. Suboptimal. Alles suboptimal. Jetzt fällt der hier runter, kriegt natürlich keinen Fallschaden oder so. Und auch seltsamerweise kam von uns nicht der wertvolle Schlag. Die Exekution auf dem Boden. Auch immer wieder grandios, dass deren Schläge immer viel schneller sind. Die haben einfach eine viel höhere Priorität als meine, egal was ich mache. Die gehen immer als erstes durch. Und schon geht er wieder in den Nahkampf und jetzt wieder in den Fernkampf und der geht mir richtig auf den Sack. Und jetzt falle ich einfach tot um. Weil ich einfach mal den stumpfen Teil von seiner Waffe zu spüren bekommen. Instant tot. Der tritt einfach instant. Lass mich doch wenigstens einmal treffen. Und dann dodgen, aber das ist nicht mal drin. Das ist nicht mal drin. Das ist nicht mal drin zu dodgen. Jetzt packt er die Waffe weg. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Ein Herumtreiber weniger. Jetzt muss noch in die richtige Richtung schießen, Crowley. Ich suche mal währenddessen die Waffe. Ich muss gar nicht wissen, wo die hingeflogen ist. Und haben wir die mit aufgesammelt. Pass auf. Ich bin da. Die weicht direkt erstmal aus. So, auch hier. Jetzt der Nahkampf. Damit können wir arbeiten. Oder zumindest besser umgehen als mit Fernkampf. Na, Fernkampf hat ja auch eine gewisse Stärke im Spiel. Eine, die ich auch gerne nutzen wollen würde. Oh je. Ah. Also der Wechsel von Nah auf Fernkampf ist mir auch bisher noch ein bisschen schleierhaft. Schieß, Crowley, schieß! Ah, perfekt. Das ist nämlich Teamwork. Jetzt kriege ich noch eine beschädigte Schrotflinte. Und noch ein Trank des Gauners, der ist sehr wertvoll. Da sage ich nicht nein. Wieder zwei Herumtreiber tot. Aber es müssten noch zwei weitere auf uns warten hier unten. In diesem U-Bahn-Tunnel oder was das genau sein soll. Also am ehesten ist es ja ein U-Bahn-Tunnel. Und da hinten geht es auch direkt weiter und wir haben hier noch ein bisschen Kram rumliegen. War immer noch extrem verwirrend, dass das als Diebstahl gilt. Wenn man dann da hinten am Eingang des Tunnels was klauen wollte. Und was heißt am Eingang, da wo die ersten Herumtreiber sich herumtrieben.
Aber naja. Und der Entfernung etwas fehlerhafte Lichtverhältnisse, dass es da einfach hell ist. Wenn es draußen vielleicht neblig sein soll, aber damit müssen wir leben. Jetzt sollten wir bald bei den letzten Herumtreibern ankommen. Und dann dort auch den Tresor finden. Ich wollte gerade sagen, hier liegt doch Eisenerz. Ich bin doch nicht bescheuert. Und da liegt Elixit. Ich habe halt blöderweise einfach wahllos hier beim Eingang das Fragezeichen gesetzt. Das war vielleicht doch ein Fehler. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, das auch beim Tresor selbst zu setzen. Bin jetzt gar nicht sicher, ob wir schon vorbeigelaufen sind oder nicht, aber ich meine zumindest nicht, das müsste noch kommen. Weil das kommt mir auch gerade gar nicht so bekannt vor. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt mir es bekannt vor. Oh, ihr habt es gesehen, was ich auch gesehen habe. Oh. Okay, ich war wohl noch zu nah dran. Ja, ihr habt genau gesehen, was ich gesehen habe. Zugriff, Zugriff, Zugriff. Den schnapp ich mir. Haben die kassiert? Irgendwie fast gar nicht, ne? Wir hätten da eventuell... Oh, das ist ja ein Gegner. Was mit der Schrotflinte zum Ballern macht Spaß. Der hat drei Schüsse im Magazin. Oder halt... Was heißt Magazin? Aber das geht eigentlich ganz gut. Die Schrotze bockt. Ah, das macht Laune. Oh je. Das darf nur ich. Ah, komm im Nahkampf her. Also die Schrotze gefällt mir. Scheiß. Ja, mit der lässt sich gut leben. Und da ist Crony auch wieder. Wo auch immer der jetzt gerade hergeflogen kam. Und die Schrotflinte ist für starke Gegner im Nahkampf doch wirklich eine feine Sache. Nee, kann man nicht sagen. Natürlich so jetzt nicht die allerbeste Waffe. Vor allem auf Fernkampf wird sie nutzlos. Aber das war schon mal nicht schlecht. Aber wo war der Tresor? Es hat ja auch eine Weile gedauert, bis wir zu den ganzen Herumtreibern kamen. Ich wollte gerade sagen, der ist nämlich hier schon. Wir wissen ja die Kombination eh. Geht doch. Müssen wir auch erst gar nicht hacken. Wir kriegen ein bisschen Kram. Nichts Fantastisches, aber eine Menge Brauchbares. Und hier ist der oder andere Ausgang, den wir schon kennen. Und das Ganze haben wir sogar hinbekommen ohne Kaya, also so langsam haben wir es drauf. Langsam, aber sicher. Ich weiß noch, hier unten hatten wir ja Raptoren. Das war ein Riesen-Act. Damals. Da hinten haben wir wieder so einen Flusskriecher. Warum auch immer der da hinten rumeiert. Aber hier war ja auch ein Fragezeichen, genau. Das muss auch geklärt werden. Wir können es mal auf jeden Fall wieder sicherheitshalber speichern. Immer den dritten Slot. Jetzt gucken wir mal, ob sich das Vieh auch gut... Das ist doch was anderes. Eine Drachenechse. Okay, der ist ja kein Thema. Das ist ein neues Vieh. Drachenechse habe ich noch nie gesehen bisher. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Natürlich. Da kommt der nächste Freund. Eine Panzerschrecke.
Keine Sumpfspinne. Ist aber im Prinzip ein ähnlicher Gegner. Das war eine knappe Nummer. Die haben wir aber gut weggefetzt. Und man sieht hier auch schon an den Gegenden, wo wir auch schon waren, dass Gegner nachspawnen und vor allem, was auch ganz wichtig ist, dass die Gegner nicht einfach sinnlos nachspawnen, sondern scheinbar wirklich auch stärker werden, weil Panzerschrecke und dieses andere Vieh sind mir komplett fremd. So, jetzt ist nur die Frage, wo waren hier Truhen-Tresore? In diesen Fabrikhallen hier. Gutes Licht können wir ausmachen, das ist ja absolute Stromverschwendung. Also, dass wir hier waren, ist schon ein bisschen länger her. Ich habe übrigens, als ich das mit der Kaya nochmal ein bisschen recherchieren wollte, herausgefunden, dass es nicht 6 Gefährten gibt, sondern scheinbar 7. Auch ganz interessant. Jetzt haben wir da hinten wieder so einen Verseuchten. Also scheinbar müssen die Verlorenen so langsam für die Verseuchten weichen. Zugegebenermaßen ist es eigentlich auch ganz nett, dann gibt es halt ein bisschen mehr EP. Wenn die Gegner halt ein bisschen stärker werden, solange das im Rahmen bleibt. Wenn ich die irgendwann nicht mehr besiegen kann, dann rege ich mich natürlich schon auf, aber ich glaube nicht, dass es der Fall ist. So, den abgemetzelt. Dunkles Elix hat er dabei. Ach Gott, da oben ist wieder so ein Sturmbaran. Da kriege ich ja gleich Zustände und da ist der Tresor. Direkt am Anfang. Die 7 ist schon mal raus. Die 2 ist kleiner als die 5, ist größer als die 3, ist größer als die 0. 0 und 5 sind dabei. Nee. Die 5 ist kleiner als die 8, ist größer als die 6, ist größer als die 0. Ah nee, halt, die 0 ist nicht da. Die 0 ist nicht an dem Punkt. Das davor kann sie auch nicht sein. Das heißt, die 0 ist kleiner als die 8, ist größer als die 6, ist größer als die 1. Die 0 ist an der richtigen Stelle. Und die 5 und die 6 sind auch dabei. Die 5 ist, machen wir mal 6, größer 5, größer 4. Aha. Geht doch. Ja, ein bisschen Krimskrams nehmen wir gerne mit. Ich glaube, ein zweiter Tresor hier wäre natürlich direkt Wunschdenken. Das heißt, hier gibt es nichts mehr für uns. Hier müssten wir alles haben. Das heißt, wir können wieder frohlockend ein Fragezeichen entfernen. Und latschen jetzt nochmal hier runter. Und machen das eben bei den anderen beiden Fragezeichen hier oben auch noch. Wie gesagt, es ist doch sehr schön, dass das mein Vorhaben so früh funktioniert hat. Funkempfänger geortet. Versuche Verbindungsaufbau. Aha. Was machst du denn jetzt schon wieder, Kleiner? Versuchst du dich etwa mit diesem Turm da zu verbinden? Positiv. Starte ersten Verbindungsversuch. Verbindungsversuch fehlgeschlagen. Starte zweiten Verbindungsversuch. Zweiter Verbindungsversuch fehlgeschlagen. Starte dritten. Lass gut sein, diese Geräusche haben sich nicht gesund angehört. Okay, das war jetzt einfach nur so ein bisschen Smalltalk, Gebabbel quasi. Dachte, eventuell wäre es halt. Gut, der Sturmwaran war früher, glaube ich, auch schon da in der Umgebung. Vielleicht wäre es irgendwie was, was uns zur nächsten Quest mit Crony irgendwie hingeleitet hätte. Aber nö, ist nicht der Fall. So. Na, hier hat sich ja seither nicht viel verändert. Der Sturmwaran ist nur wieder da und ein paar Gegner sind stärker geworden. So wie dieser.
Wieder so eine Drachenechse. Ja, das war ein Fehler. Das war einfach ganz klar ein Fehler. Da hätte man nicht so gierig sein sollen. Oh Gott, das Vieh gräbt sich ein. Das heißt, es ist vom Konzept her im Prinzip ein Flusskriecher, nur schwächer. Also theoretisch wechseln ja die... Das ist aber komisch, der kann sich kaum treffen. Im Prinzip wechselt ja nur das Erscheinungsbild und die Erfahrungspunkte von den Gegnern. Das, ich sag mal, System des Kampfes ist ja deckungsgleich. Und das ist jetzt übrigens keine Sache von Elex, das machen viele. Also da durchwechseln. Das heißt, im Prinzip gibt es ein paar Gegnertypen und dann verschiedene Varianten davon. Wir sehen in der nächsten Folge, wie gesagt, gehen wir hier weiter. Unser Vorhaben mit den ehemaligen verschlossenen Tresoren und Truhen. Da wären bloß noch die zwei. Dann hätten wir es eigentlich schon. Gut, wir könnten auch noch hier entlang marschieren. Und dann haben wir auch gar nicht mehr so viel. Das Anfangsgebiet werden wir dann nochmal erkunden, wenn wir eh in Caracas sind. Und dann hoffen wir mal, dass sich das mit der Kaya auch bald löst. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.